Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Runde von den Sims 2. Ich bin wie immer in Schönsichtingen und heute besuche ich die Familie Rossi. Ja, unsere liebe Familie Rossi. Wir haben heute Sonntag, kurz vor 10. Unser Robert ist auf der Arbeit. Geburtstage haben wir heute keine. Schauen wir einfach mal, was heute so, ja, ich sag mal in Anführungszeichen, dran ist. Ja, die beiden, Dina mit ihrem Sohnemann, dem Alfred, stehen sich ja eigentlich recht gut, die beiden. Alfred ist jetzt sozusagen gerade erst Teenager geworden. Und mit Alfred, ja, da habe ich noch etwas vor. Ja, du magst mal ein bisschen essen gehen. Dann gehst du hier mal und dann musst du erstmal Romantik üben. Achso, das hier, das Rumhängen, das lass mal weg. Nämlich, also, ja, das. Oh, die Krippe geht rum in der Familie, okay. Ja, unser lieber Alfred hat ja sich ausgewählt. Ein Lebensziel von 50 Dates zu haben. Das heißt für ihn letztendlich, ich weiß nicht, ob ich es letztendlich durchhalten werde, aber für ihn wird es wohl bedeuten, dass er nach Möglichkeit nicht heiraten wird, dass er wahrscheinlich keine Kinder erst einmal bekommt, außer es passiert bei den Dates irgendetwas. Das weiß ich noch nicht, das muss ich mal gucken. Okay, er hat... Ach, ja, der ist ja schnell. Macht das echt so schnell? Das rast ja nach oben. Ach Gott, okay, er ist einer derjenigen, die so schnell lernt. Na, das macht ja nichts. Das ist ja auch gut. Warte. Also ich wollte jetzt mal gucken, ob ich mit ihm überhaupt schon ein Date hatte. Ja, ich hatte, ne? Ich hatte mit ihm schon ein Date. Mehr als ein Date. Wir hatten ein Date mit der Lise. Wir hatten ein... Achso, das war ein großartiges Date. Mit ihr hatten wir auch den allerersten Kuss. Dann hatten wir auch noch ein Date mit Jenny, die jetzt momentan schon erwachsen geworden ist. Und wir hatten ein Date mit Georgia. Das heißt, er hat 3 Dates. Das werde ich mir jetzt mal aufschreiben. Damit ich das auch richtig schön sozusagen mitzähle. Zack, 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 Mensch. Tja, der ist ja bald mit seinem Charisma voll heidenei. Okay, unsere liebe Rosa, die, ach Gott, die schläft mit der Mama. Ach Gott. Mama, bist du bei der Rosa mit ins Bettchen gegangen? Wolltest du nicht alleine schlafen heute, was? Rosa hat das Ziel, Gastronomie. Und sie wird ja in 8 Tagen wird sie erwachsen und ja, davor wird sie auf das College gehen. Also ich werde auch hier natürlich die beiden dann rechtzeitig oder zu gegebener Zeit aufs College schicken. Unsere Rosa selber, also ich denke, ich weiß schon ungefähr oder ich kann es mir mal vorstellen, dass sie den Peter heiraten wird. Ich finde, die beiden passen einfach sehr gut zusammen. Fast besser als zu dem Bilbo. Wird sich aber zu gegebener Zeit einfach noch ergeben. Also das steht nie so hundertprozentig fest. Unsere liebe... Was war das? Habe ich da was gesehen? Achso. Das waren die Fische. Ich dachte, hier sind Kakerlaken. Uiuiui. Okay. Unsere Dina hat ja eigentlich auch das Ziel, 50 erste Dates zu haben, aber das werde ich mit ihr absolut einfach nicht mehr schaffen. Sie wird definitiv kein Platin-Level bekommen, weil so viele Dates habe ich einfach nicht mehr. Also, das ist ein Ding der Unmöglichkeit. Ich gucke jetzt gerade mal, wie viele Dates sie denn im Grunde schon hatte. Ja, sie hatte mal so hier Liebschaften, ne? Verliebt in David zum Beispiel. Aber ich hatte mit ihr Dates. Naja, hier mit Michel hatten wir mal ein Date. Was war das? Ja, das war nur das Großartige, okay. Mit Don hatte sie mal ein Date gehabt. Das war ein großartiges Date.
Tja, das war dann auch schon. Halt, warte, da war noch irgendeins da mit Robert, ein großartiges Date. Das war aber dieses hier. Was ist denn das? Ach, da hatte ich mal die Laufbahn geändert. Okay. Ja, von daher hier mit Arthur. Vier. Ach, das war. Das war übrigens ihr zweiter Mann. Genau. Drei. Also sie hat absolut keine vier Dates. Oh, ich hatte mit Mortimer gar kein Date gehabt. Wir sind gleich. Ich hab. Dieb? Ach so, das, da war mal was. Das. Ach je, das war ganz am Anfang. Meine Güte. Okay, nein, die 50, die werde ich einfach definitiv mit ihr unmöglich schaffen. Sie hatte noch nicht mal 50 Tage Leben mehr, von daher. Werde ich mich bei ihr mehr auf das, auf ihr Hobby konzentrieren. Und sie wird sich auch einfach um Satinka ein bisschen kümmern hier. Ja, die muss ja auch ein bisschen betüttelt werden, sag ich mal. So, das kannst du auch gleich mal machen, meine Liebe. Sie träumt ja sogar schon von Natur. Halt, Moment. So, dann umziehen. Wo ist denn die Kleine? Wo ist denn unsere Katze? Oh. Na, du, Satinka, du brauchst hier nicht. Das ist. Oh mein Gott. Das stinkt schon, das Essen. Du kannst dein Katzenfutter essen, mein Mädchen. Hey, Denai. Ausschimpfen für Simnahrung essen. Ja, das mache ich doch gleich mal hier. Tja, unser Schnelllerner, der ist schon fertig. Ist ja Wahnsinn. Ich hätte gerade nicht übel Lust, ihn den Rest einfach auch lernen zu lassen. Verhalten im Brandfall, lernen sie das dann auch so schnell? Bin gespannt. Robert ist wieder zu Hause. Hallo Robert, na, wie geht es dir? Tja, ja. Geht es schon anscheinend sehr gut. Sehr schön. Hallo, Robert. Na, hattest du einen schönen Tag? Jo, ich brauche jetzt erstmal was. Es ist mitten am Tag und ich bin müde wie Sau. Dann, Robert, würde ich mal vorschlagen, dass du ins Bettchen gehst und schläfst. Und zwischendurch, also irgendwann kannst du mal, wobei, vielleicht geh erst mal auf Toilette und dann geh ins Bettchen. So. So. Satinka, sag ich schon. Dina. Die zwei sind immer noch verliebt. Tja, das war's jetzt mit aufs Töpfchen gehen. So, du gehst dann hier nochmal und dann jetzt. Wo ist denn die Katze hin? Schläft sie? Naja, schlafen nicht unbedingt, ne? Ach, sag mal. So, dann kümmerst du dich einfach mal mit ihr. Gehst zum Beispiel mit ihr spazieren. Oder ist sie müde? Nö. Also, es bleibt doch mal stehen, Satinka-Schatz. Kommando beibringen danach, nach dem Spazieren, dass du die Toilette benutzen kannst. So. Somit kümmert sich Dina auch um ihre Natur, meine ich zumindest. Ich glaube zumindest auch, das ist Natur, wenn ich mich um mein Haustier kümmere. Ich hoffe. Das ist auch Natur. Das gehört dazu. Oh, was macht sie? Achso. Sie geigt ein bisschen. Unsere Rosa möchte ja in die Gastronomie gehen. Finde ich, passt ja irgendwie gar nicht zu ihr, aber gut. Dazu brauchst du Kochen, Logik und Kreativität. Kochen, Logik und Kreativität. Naja, die Kreativität hast du jetzt gerade gelernt. Ja, krank ist sie auch noch. Dann zieh dir mal was an, mein Liebes. Danach kannst du dir was zu kochen auch. Vielleicht macht das einfach mal Sinn.
wenn du dir selber zu Abendessen Nudeln mit Käsesoße. Und danach kannst du irgendjemanden mal anrufen. So. Wie schaut es bei dir aus? Wow, der ist doch eigentlich auch hier relativ schnell. Das tut sich nicht so schnell. Ha, hier. Die kleine Satinka bekommt beigebracht, wie man auf Toilette geht. Na, komm schon. Hier, so. Genau. Ein Mann hüpft hier drauf. Nein. Soll ich es dir nochmal zeigen? Robert hat in 2 Tagen Geburtstag. Okay. Tada. Siehst du? So macht man es. Und hier rein das Geschäft. So. Und jetzt du. Bitteschön. Das finde ich immer noch. Also eines der schönsten Sachen, wie man den Katzen beibringt, auf Toilette zu gehen. Naja gut, wir lassen die beiden mal hier das weitermachen. Ich gehe mal zu unserer Rosa. Ich finde ja immer noch, Rosa ist echt eine hübsche, also wirklich eine hübsche. Ein Handheld kaufen. Wo kaufe ich denn das? Gerätekiosk, okay. Aufs College gehen, Sim um Date bitten. Du möchtest ein Date haben? Mit wem möchtest du denn gerne ein Date? Mit deinem Peter? Oder mit, mit jemand anderem? Ich glaube, ich könnte Peter nochmal hier. Wir haben ja immer einen Sonntag. Ja, machen wir das doch gleich. Wer ist denn das? Ach, das ist Robert. Robert, bist du schon wieder wach? Stör die beiden nicht. Geh mal hier oben auf Toilette hier, Mann. Säuber das gleich mal danach. Kannst du noch baden und säubern. Oh, Satinka hat es geschafft. Die kann jetzt auf Toilette gehen. Auf die Sims-Toilette. Und so, meine liebe Dina, jetzt darfst du noch ein paar Insekten aufspüren. Ich bin gespannt, ob die Bienen ob sie zu dir kommen. Oh, jetzt hat Rosa auch noch die Grippe. Ich glaube, ich weiß jetzt, was zu tun ist, wenn ein Feuer ausbricht. Na, das hoffe ich, dass du das nächste Mal schaffst. So. Peter, rufen wir an. Quatsch, ich wollte doch eigentlich... Doch, komm, ich lade ihn ein. Dann kann ich ihn immer noch fragen. Kann ich einen Freund mitbringen? Ja, wenn du unbedingt willst, dann bring auch ihn mit. Mit ihr beiden? Könnt ihr irgendwas spielen? Hier, spiel doch mal mit der Katze. Nee, das ist sowieso nicht dein Bett hier, Fred. Ich glaube, Alfred ist nicht so begeistert mit Satinka. Hey, Satinka, du hast doch gerade... Oh. Oh. Warum geht's jetzt hier auf die Katzentoilette, wenn wir dir das gelernt haben, dass es auf die Menschentoilette geht? So, über Hobby reden. Was ist dein Hobby? Musik und Tanz. Apropos Musik und Tanz, ihm geht es ja gerade nicht ganz so gut. Dann tanzt doch einfach mal den Hula-Tanz. Eihorn-Gefer haben wir gefangen. Sehr schön. Ah, da ist Moritz Dorn. Da ist Peter. Da ist er doch. Peter! Alle begrüßen. Der hat Moritz Dorn mitgebracht. Naja, gut. Dann hast du ihn noch nicht gebracht. Hallo, hallo, Peter. Simon-Kiefer haben wir. Uiuiui, feste Getränke hier. Ich möchte gerne ein Date mit dir. Warte mal, wo frage ich dich denn um ein Date? Frage mir nach dem. Möchtest du mit mir ein Date haben? Möchtest du gerne? Ja, oh, hat genickt. Juhu, ein Date. So, was möchte mir spielen? Stehblues, Kitzeln, Kissenschlacht. Ja, wie wär's mit der Kissenschlacht? Mhm. Na komm, geh hinterher. Geh ihm doch hinterher.
Tja, Rosa. Dann hat sie noch einen Polka-Käfer. Meine Güte, die macht ihr echt. Findet ihr echt einiges. Und unser Robert, der ist hier oben und lernt. Wie sieht's aus bei dir? Oh, du müsstest mal ein bisschen Körperpunkte bekommen. Statt dass du hier sitzt und spielst, könntest du mal ein bisschen, vielleicht schwimmen gehen. Der könnte. Nee, dann trainier hier draußen. So, jetzt machen die beiden wirklich eine Kissenschlacht. mit ihr tanzen, mit sprechen, gekitzelt werden. Ja, geh mal rein, dann können wir tanzen. Warte. Nicht so schnell. Wo ist er denn jetzt hin? Jetzt geht er wieder nach vorne draußen. Können wir auch tanzen? Tanzen. Klassisch. Glück Malionfalter. Meine Güte, die findet echt viel. Ich sehe das auch als Tanzen. Ja, zählt auch als Tanzen. Sehr schön. Ach, dann können wir uns küssen und rumschmusen und so. So, dann können wir uns küssen. Romantisch. Und wir können noch uns küssen und rumschmusen. Und leider kann ich ihn nicht fragen, ob er mit mir eine feste Beziehung eingeht, weil ich eigentlich mit Bilbo zusammen bin. Aber ich finde ihn irgendwie passender zu ihr. Also ich weiß auch nicht. Das Einzige, was bei ihm ein bisschen stört, sind seine kleinen Augen. Wenn die beiden Kinder bekommen, dann hoffe ich, dass die Kinder ihre Augen mal bekommen. Weil die sind doch echt hübsch, oder? Die sind echt hübsch. Ja. Die sind hübsch. Und naja. Was macht unser Alfred? Ach, Alfred ist ins Bettchen gegangen und auch in das Richtige. Das ist sehr, sehr schön. Dina hat Begeisterung für Natur entwickelt. Sie kann jetzt mehr Schmetterlinge und ein paar Spinnen fangen und sammeln. Juhu. Na, Dina, ich habe ja irgendwie hab ich das Gefühl, dass die Natur... Also, ich hätte das nie und nimmer für dich ausgesucht. Echt nicht. Also, aber na gut. Ich bin gespannt. Sie sucht echt alles weiter, ne? Also Wahnsinn. Natur habe ich, glaube ich, noch nie so weit oben gehabt. Mehr Insekten sammeln. Wow, Kaiserinfalter, okay. Ich muss gestehen, ich weiß auch... Wer ist denn das? Ah. Die natürliche Welt, in der wir leben, hat deinen Ruf gehört, Dina. Als Belohnung für deine Hingabe möchte ich dich in die grüne Oase einladen, wo naturliebende Sims jederzeit willkommen sind. Ja, das wäre mal was, dass wir in die grüne Oase auch gehen. Das wäre mal eine Idee. Und da war ich noch nie. Könnten wir eigentlich mal machen mit ihr, hm? Das könnten wir eigentlich echt machen. Ich gehe mal duschen mit dir. Nun ja, ich hatte schon bessere Dates, aber so schlecht war es dann auch wieder nicht. Falls wir nochmal zusammen ausgehen sollten, hoffe ich, dass es ein wenig besser klappt. Was denn? Hat's dir nicht gefallen, oder was? No Elders. So, ich gehe mal. Moment, irgendwo hin. Ich gehe wirklich mal mit ihr jetzt in diese grüne Oase. Ich gebe den anderen erstmal nochmal so ein paar Tipps. Tipps, was sie machen sollen? Nein. Er soll einfach mal weiter trainieren. Die beiden küssen und knutschen sich noch weiter. Ohne Date macht auch nichts. Ist so. Passt schon. Wobei sie dann auch mal dringend auf Toilette muss und unser Alfred. Jo. Der. Unser Alfred schläft noch. So, irgendjemand hat auch noch mal. Das war die Rose. Achso, weil ich getanzt habe hier. Ja, krass. Rosa, du gehst mir mal gerade. Ja, Moment, das kannst du. Nee, ja genau, du musst mal hier oben auf Toilette gehen. Hier, geh doch mal hier auf Toilette. Körperpunkt.
Und dann setze ich mal hier einfach rein und lerne. Nee, warte mal, ich muss mit ihr nochmal... Wo habe ich denn das Telefon? Da. Das College anrufen. So, aber bevor es jetzt hier einfach weitergeht, sage ich für heute und jetzt gerade erst einmal ein Tschüss und Ciao und bis zum nächsten Mal, wenn es dann weitergeht, bei der Familie Rossi oder einer meiner anderen Familien. Ciao, ciao, tschüss und goodbye. Eure Saki Night Owl.